Howdy! Ich möchte dir noch ein amerikanisches Volkslied präsentieren. Und zwar heisst es Banks of the Ohio. Es ist im Dossier Seite 28. Ich spiele zuerst die Melodie. Auch vielleicht auch zum Mitspielen. Es fängt mit dem D an. Es ist in D-Dur übrigens, der ganze Song. Hat wieder Fis. Genau. 1, 2, 3, 4, 1. Jetzt das Ganze eine Oktave höher. 1, 2, 3, 4, 1. Bei diesem Song kann man auch gut auf YouTube schauen, wie der interpretiert wird. Zum Beispiel Dolly Parton singt der, glaube ich, auch. Ja, schaut doch einfach mal am G.G. Banks of the Ohio. Und dann kommen da verschiedene Versionen. Wir haben folgende Akkorde. Es sind D-Dur. Dann A7. Dann haben wir G-Dur. Dann kommt noch D7 vorne. So, erste Finger. So, da. D7. So. Das Muster mache ich einfach mal. Abschlag. Basston, sorry. Abschlag, Basston. Abschlag. 1, 2, 3, 4. Mit Vorspiel. Das Vorspiel ist Viertakt. Und zwar D, G, A, 7, D. 3, 4. Just a little walk down the sand where the waters flow down by the banks of the Ohio. Song. Bei der Begleitung möchte ich dir mal ein Wechselbass-Pattern zeigen. Und zwar beim D. D-Dur spiele ich den Grundton und das Wechselbass dann das A. Das tönt so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Dann beim A7 mache ich den Grundton A. Und jetzt spiele ich das E. Beim G mache ich den Grundton wieder G und Terz H. Beim D7 mache ich das gleiche, was ich beim D gemacht habe. Auch wieder Grundton und dann A. Das Ganze tönt dann so. Ich mache es auch mit Vorspiel, mache es ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2. My love to take.
Als Abschluss werde ich dir auch noch eine coole Version zeigen. Ist ein Dossier, so ein Special. Und zwar geht es so, es geht eigentlich um die Technik. Dass man bei einem Akkord eine Saite aufschlägt. Also ich mache der Dings bleibt genau gleich. Das Muster ist Daumen, Abschlag und jetzt hier da mache ich eine leere Bassseite, schlage das H, das A auf der A-Seite, das H auf. Also. Da kommt einfach am Schluss wieder ein Abschlag. Also ab, mit Daumen, ab. Jetzt beim A7 mache ich. Dann schlage ich da. Der Vorteil ist, beim A7 habe ich es schon integriert. Also da schlage ich einfach den Ton, also das E, den ich da mit dem ersten Finger drücke. Mache ich einfach zuerst die leere D-Seite und mache dann ein Hammer-On, so haben wir den Aufschlag. Und erst mache ich den Grundton. Beim G mache ich G, dann schlage ich den da auf. Also, dann ist es so. Grundton. Beim D7. Das tönt nicht so gut, da mache ich es nicht. Also man muss es eigentlich auch nicht überall spielen. Ich zeige mal einfach eine Version, könnte aussehen mit dieser Technik. Gut, das würde dann etwa so tönen. Ich mache auch das Vorspiel wieder. 1, 2, 3, 4. I asked my love to take a walk. To take a walk. Just a little walk. Down the side. Zum Schluss für die Hartgesottenen noch eine kleine schnelle Version. I ask my love to take a walk, to take a walk, just a little walk, down the side where the waters flow, down by the banks of the Ohio. Yes. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen und fürs Mitmachen. Nehmt das raus, was für euch stimmt. Ja, das ist die Idee.